Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, meine Mutter ist gerade mit am Start. Und wir werden jetzt zu DM gehen, weil ihr euch gewünscht habt, dass wir heute einen DM-Live-Folge quasi drehen. Und zwar eine Mutter-Edition. Und die ganzen Sachen werden wir auch doppelt für euch kaufen. Das heißt, ihr habt dann die Möglichkeit, alles zu gewinnen. Das heißt, ihr könnt alles gewinnen, indem ihr einfach nur meinen Kanal hier oben kostenlos abonniert, diesem Video einen Daumen nach oben gebt, etwas in die Kommentare schreibt und natürlich eine Kontaktmöglichkeit. Ihr müsst hier runter in die Kommentare schreiben, Instagram-Name, TikTok oder halt eine E-Mail oder so. Könnt ihr euch aussuchen, damit ich eben den Gewinner kontaktieren kann. Mal gucken, was meine Mutter hier heute so findet. Sie übernimmt heute und macht den DM-Haul. Ich weiß schon, was ich haben will. Was willst du denn haben? Figuröl. Figuröl? Okay. Die Mutter will Figuröl. Hier hast du Avocadoöl. Body-Avocadoöl. Oder hier Beautyöl. Da steht da Multitalent fürs Zeug. Ich brauche eine schöne Haut. Das ist für Körper? Ja, zieht schnell ein. Ja, dann komm, dann probieren wir das. Für was brauchst du das denn? Für Körper. Für den Körper, okay. Body Glow. Magst du Body Lotion? Ich hasse Body Lotion vorher. Ich benutze es auch nie. Nein, das ist Body Glow. Mag ich aber auch nicht. Zu glowig. Du hast aber auch ganz schön viel genommen. Ja. Mutter, Mutter, hast du überhaupt den Tester genommen? Ja, hast du. Ja, klar, habe ich extra genommen. Ey, meine Mutter, die ist, kennt ihr so Mütter, die sind so überkorrekt. Du hast überall hier Mollys Haare, ne? Ja, überall. Das klebt alles. Ich versuche, das wegzumachen. Das ist dann nicht so glowy. Hat schnell eingezogen, ne? Ja. Schön. Dann nehme ich das auch. Aber das auch. Problem ist ja doch, ja. Mama kauft so Sachen, die ich niemals kaufen würde, ne? So Bodylotion ist gar nicht meins. Ich creme mich nie ein, Leute. Stimmt hier oben mal ab, wer cremt sich noch nie ein? Was gibt's denn hier so Schönes? Was brauchst du noch? Nein, das mag ich nicht. Das mag ich nicht? Was magst du nicht? Schminke, okay. Mama, wie wär's mal mit ein paar falschen Wimpern hier? Nein, eher Eyeliner. Eyeliner? Ja, nur das Problem ist, ich komme mit gar keinem irgendwie klar. So, ich suche jetzt nach einem Eyeliner, der langen Pinsel hat. Okay. So. Meine Mutter benutzt übrigens nie solche Eyeliner hier, sondern solche, die man aufschrauben kann. Nein, richtig oldschool. Damit komme ich nicht klar. Und ich komme mit deinen nicht klar. Siehst du irgendwo alleine? Außer da? Mama, sowas Oldschool-mäßiges gibt's gar nicht mehr bei NYX doch, und so. Doch, doch. Ich bestell die hier, Girls. Nee, das ist Mascara. Nein, nur die da oben sind. Bei Maybelline findest du bestimmt etwas. Da meine holst du doch deinen auch immer. Meine ist auch von Maybelline. Vielleicht gibt's bei Catrice was. Aber Catrice hat solche Eyeliner, aber ich glaube nicht mit so einer dünnen Spitze. Ja, ihr seht, meine hier Mutter ist sehr, die? Sehr Oldschool. Genau, das hier. Das machst du mich aber schlecht. Nein. Das ist kein Oldschool. Doch, aber sowas benutzt heutzutage niemand mehr. Das ist ja auch schon zu dick. Zeig mal deinen, den du benutzt. Zeig mal. Weiß ich nicht. Wie soll ich zeigen? Hä? Wo soll ich zeigen? Ist zu Hause. Hä? Ja, hier. Gibt's den noch auch oder nicht bei Nein, Maybelline? Ist überall ausverkauft. Ja, der ist aus dem Sortiment genommen worden, weil sowas keiner mehr kauft. Ich stelle ich immer online. Sind eure Mütter auch versuchen, die auch mal so richtig veraltete Sachen? Mal gucken, ich glaube nicht, dass du hier fündig wirst. Die kenne ich alle, aber das ist nicht. Das ist von 1900 irgendwas, diesen Eyeliner, den du suchst. Meine ist von Maybelline. Dann gucken wir mal bei Maybelline, hier vorne. Nirgendwo gibt's die. Gibt's nicht, ne? Nee. Das sind auch Eyeliner. Guck mal, ob der dir gefällt. Bestimmt auch nicht. Nee, ist viel zu dick. Nein, was ist das denn, ey? Du musst mal gleich dann, wenn wir zu Hause sind, deinen mal zeigen. So was ähnliches. Nee, das ist Schwämmchen. Siehst du, das ist Schwämmchen. Ich brauche Härchen. Was ganz brauchst lange du? Härchen. Härchen. Ganz lange Härchen. Hm, da kann ich dir leider auch nicht helfen. Was ist hiermit? Ist auch Schwämmchen. Nee, auch Schwämmchen. Das sind alle mit Schwämmchen. Meine Mutter sucht etwas, was es nicht mehr auf dem Markt gibt. Auch nicht schlecht. So. Nee, nee, nee. Hier werde ich nicht. Hier, deine Lieblingsmarke L'Oreal. Ja. Aber die haben das auch nicht. Aber guck mal, L'Oreal hat noch diese ganz alten Sachen im Sortiment tatsächlich. Oder haben die das auch rausgenommen? Diese Wimperntuschen und so. Wo waren die denn? Das hast du doch auch früher mal benutzt.
jetzt? Nee, diese ganz, ganz alten. Die hier. Die haben die noch drinnen gelassen, Leute. Und das hat meine Mutter und meine Tante und so, die haben die früher immer benutzt. Die Wessen einmal hier in Grau und du immer in Schwarz. Erinnerst du dich? Ganz, ja. Ganz früher. Das haben die noch drinnen gelassen. Die sind uralt. Ja, aber das ist ja nicht alt. Das ist ja von vor ein paar Jahren. Das ist jetzt schon 10 Jahre her bestimmt, wo ihr die benutzt habt. Ja, also Mutter wird nicht fündig. Hier ist auch noch so Eyeliner. Guck mal. Aber das ist auch neu. Das habe ich sogar zu Hause. Tester. Ist auch Schwämmchen. Ist auch ein Schwämmchen. Und Mutter sucht Härchen. Ja. Wer kann meiner Mutter helfen? Mama, dein Korb füllt sich nicht. Also wenn ich hier schon also hier bei DM einkaufen wäre, wäre mein Korb jetzt schon voll in dieser Zeit. Oh, das glaube ich dir. Was ist das hier? Ah, nee. Oh, das kann man auch mitnehmen. Guck mal hier. La Vera. Ja, aber ist auch so ein Stand, Pflege, wo ich... Pflege und... Oh, nee, Glanz. Ist ja zu glänzend, glaube ich. Oh, wie geht denn das auf? Aufdrehen. Ja, geht nicht. Sondern alles kaputt. Oh, jetzt. Ah, jetzt. Jetzt habe ich es versagt. Oh, das ist mir zu glänzend. So. Das muss natürlich aussehen und pflegen. Dann das hier, das glänzt nicht und das ist natürlich und pflegt. Das ist mir zu viel Farbe. Ach, weiter. Zu viel Farbe. Okay, ja. Weiter. Was ist hier mit? Mama, Mama, Mama. Tut mir leid. Du bist sehr anstrengend. Was brauchst du? Eine kleine Palette, Lidschattenpalette. Eine kleine Lidschattenpalette. Ja, was ist das denn? Ach, nix. Ja, nix. Okay. Was ist das? Nix. Okay. Klein ist die nicht. Bei Catrice gibt es oft kleine. Oder Essence oder so. Oder L'Oreal? Ja, aber L'Oreal gibt es. Ich bin jetzt hier. Ach, guck mal, hier sind doch die Sachen Perfect Age, was ganz alt ist, was die noch übernommen haben. Das haben die tatsächlich eine neue Verpackung gemacht. Für die alte Mutig was ganz altes. Ach, du bist doch noch nicht so alt, Mutter. Ich bin alleine, nicht alte Sachen. Oder kurz vom Auslaufen sind. Da. Was hast du? Das habe ich auch, die Palette. Die ist gar nicht. Von wem hast du das? Von meiner Tochter. Von meiner süßen, wunderschönen, wunderbaren Tochter. Ja, schleim dich noch mehr ein. Was ist das? Was ist das hier? Ach, H-Briefe Geschenkset. Okay, soll ich mir jetzt was selber schenken? Nee. Haarfarbe. Haarfarbe? Okay, zeig mal. Welche benutzt du immer? Ja, ich benutze wieder das, was es nicht überall zu kaufen gibt. Nur bei DM? Nein. Kauf ich woanders. Sondern? Palette nimmst du doch immer. Nein. Nicht? Nein, von Garnier. Aber die Verpackung ist so schwarz-pink. Schwarz-pink, okay. Garnier, schwarz-pink. Nö. Dann würde ich sagen, probiere ich was Neues aus. Dann nimm mal was Neues. Sayos? Ja, blau-schwarz. Nein, ich möchte nicht dicken Kopf. Allergie? Ja. Ja. Oder wieder zum Alten zurückgreifen, Palette. Shine, oder wie die heißen? Das gibt's hier nicht. Ja, Shine gibt's hier nicht. Muss ich bestellen. Aber die hat auch nur eine Woche länger gehalten. Ja. Die war echt gut, hat gar nicht gestunken, war super. Tja, nur auf meine Woche. Empfehlung, Mama. Du musst immer auf mich hören. Ja. Was mache ich jetzt? Nehme ich irgendwas? Weiß ich nicht, musst du wissen. Ja. Was ist das? Weil ich alt bin, nehme ich das hier. Was ist das? Green. Ja, ohne Färben, da mit grauen Haaren. Hä? Aber du bist doch von Natur aus gar nicht schwarz. Doch, klar. Echt? Dunkelbraun mit Rotstich. Nein, ich nehme jetzt auf die Schnelle. Ich glaube, ich nehme doch Sayos. Oder komm, Palette, ich will nicht. Palette, okay. Welche Farbe nimmst du da mal? Also schwarz-blau, das geht jetzt nicht mehr wegen grauen Haaren. Da bin ich vorne blau. Was? Und dann ist schwarz, ja? Doch. Ja, deswegen muss ich nur schwarz nehmen. Okay, nur schwarz. Nur schwarz. Das habe ich doch zu Hause, habe ich das nicht mal gegeben. Ach, okay. Aber das ist gut, finde ich. Und welche ist besser? Die andere fand ich besser. Die andere Palette. Ja, das sind nicht so meine Farben. Mutter mag nur Erdtöne, sehr natürlich. Ja. Die finde ich besser. Oh ja. Aber schön, nimm eine andere, da ist ja, reingedatscht. Da hat jemand schon reingedatscht. Aber die sind wirklich gut und die sind sogar reduziert. Guck mal.
von 9 Euro auf 4,45 Euro. Ja, Schnäppchenjägerin, ne? Schnäppchenjägerin, nee. Ja. Mama, dein Lieblingsladen? TK Maxx. Was benutzt du nicht? Nein, sowas. Was ist das? Ihh, Sea Salt. Ah, was ist das für ein Peeling? Zeig mal. Ach, das ist ein Handpeeling. Ja. Das ist doch voll geil. Öl und Meersalz. Oha, das mag der Papa bestimmt. Das brennt ganz schön. Ja, die oh, stimmt, das könnte echt brennen. Das die Tube ja. Da, nicht Tube, ist ja eher Glas, was wir gekauft haben damals. Da, glaube ich, 30 Euro bezahlt. Ja, stimmt, das brennt drehen die doch immer in so Malls und so an. Ja. Oha, guck mal, Haaraktiv gibt es hier auch. Von Balea. Haarkapseln. Brauchst du das? Nee, eigentlich nie. Nicht. Die wachsen schnell genug bei mir. Deswegen muss ich auch alle 2 Wochen färben. Ja. Ja. Aber das brauchen wir. Trockenshampoo. Mal gucken, welches du jetzt nimmst. Das hattest du? Ja. Das war nichts. Ich glaube, ich nehme das. Warum war das nichts? Das riecht mir schon so krass. Okay. So, jetzt sind wir bei Shampoos angekommen. Zeig mal deinen Korb, Mama. Der ist nicht gerade voll. Meine Mutter ist eine Schnäppchenjägerin und spart sehr gerne. Ich brauche nur das, was ich brauche. Wollen wir das nehmen? Pantene Pro V. Ja. Die Spitze. Was ist das? Das ist für Papa. Reband Care. Was ist das? Glatt und seidig. Was ist das? Guck mal. Schutz und Pflege beim Kolorieren. Das brauchst du. Das habe ich doch bei der Haarfarbe dabei. Ach so. Ja. Und das ist von meiner Mutter das Lieblingsshampoo, aber das hat sie sich gestern hier schon gekauft. Tonerde Absolu von L'Oreal. Ja. Ne? Meins ist auch. Sichtbar. Ja, ich finde das aber auch voll gut. Ja. Feuchttücher sollst du nur noch kaufen. Was ist das? Oropax. Oder nee, Silikonwattestäbchen. Ih, das habe ich auch noch nie gesehen. Musst du die Dion und dann abwaschen oder was? Wahrscheinlich. Oh, umweltfreundlich, ne? Ja. Aber schon irgendwie ein bisschen eklig. Ey, wollen wir die ausprobieren? Ja. Komm, aber guck mal, die kosten 12 Euro. Für 12 Euro kaufe ich. Aber ich kaufe immer sowas hier und das reicht wirklich für 2 Jahre oder so bei mir. Du wolltest eine Haarspange, Mama. Meine Mutter trägt immer ihre Haare so. Ich weiß nicht, ob die halten. Bestimmt, so ähnlich hast du doch schon mal aus Serbien. Die sind cool. Ich brauche auch so eine große Haarspange. Guck mal, so eine nehme ich jetzt einfach, damit ich mich abschminken kann. Ja, dann nimm doch. Ja, nehme ich auch. Die sind mir ehrlich gesagt alle zu hässlich. Zu hässlich. Ja. Mama trägt nur solche von Primark. Die sind aber die besten, die halten bombenfest, ne? Was suchst du denn jetzt schon wieder? So Tütchen, da brauchst du nur heißes Wasser dazu gießen und hast du schon so wie Brei. Porridge. Doch, sowas. Aber Chia, nicht mit Chia. Das ja, war, Porridge mit so. Nein, das war. Sag schon. Das andere da. Quinoa. Quinoa. Ach, Quinoa, meine Quinoa. Liebe Mutter. Ja. Ey, guck mal, Kokoschips. So Tütchen mit Quinoa. Quinoa Cup, hier ist es ja, doch. Genau, das meine ich. Das will meine Mutter essen. Genau. Tomate, Kräuter. Brokkoli, Käse. Wir nehmen Brokkoli, Käse. Ich nehme das, will ich auch mal testen. Ja, das ist neu. Brokkoli, Käse. Ja. Hatte ich noch nicht. Orientalisch. Ich glaube, ich hatte das. Mutter, bist du etwa schwanger? Aber was machst du hier? Dann hast du wenig Zucker drin, weißt du? Oh Gott! Mama, hier! Dein Mittagessen! Ja! Hier, bitteschön! Ich dich nicht hier, hier, hier! Oh mein Gott, Leute, das muss ich kaufen. Ich muss jetzt den DM-Haul crashen. Wärmende Fußmaske. Ich habe immer so kalte, schwitzige, eklige Füße. Das ist ja geil. Das ist wirklich voll geil. Das werde ich definitiv mal testen. Oder ja. Wärmende Fußcreme, guck mal. Oder Fußcreme. Ja, ne, lass mal beides nehmen. Ja. Geil. Aber hier ist auch noch eine, aber die ist nicht wärmend. Nein. Okay. So, jetzt muss Mama das iPhone herhalten. Mein Akku ist leer gegangen. Siehst du, ich sag doch die Mama, ey, wie lange sind wir schon im DM? Bestimmt 1 Stunde und die kauft alles nichts. Guck mal, ihr Korb ist nicht mal voll und 1 Stunde vertrödelst du hier schon. Eigentlich bin ich schon fertig. Nein, nein, das sagst du immer. Das sagst du immer. Leute, habt ihr auch immer solche Mütter, die 100 Jahre für irgendwas brauchen und dann am Ende mit so einer Sache rauskommen? Du bist so. Bleigießen, oh, das haben wir früher immer voll gerne gemacht. Das bringt dir jetzt kein Mensch mehr.
An die Schuppenshampoo für Papa. Nein, der hat hier nur trockene Dings. Trockene Kopfhaut. Genau. Ey, Mama! Das brauchst du. Haarseife, guck mal. Das gibt's gar nicht, echt. Von Spike auch noch. Ja, nimm. Geil, nimm. Oder? Meine Mutter wäscht sich nur mit sowas die Haare meistens. Oder halt mit ihrem L'Oreal-Shampoo. Aber das kenne ich auch nicht. Riech mal. Kenn ich auch nicht. Riecht das gut? Erinnert mich an irgendwas. Das riecht voll gut. Und das von Foami kennst du ja schon, ne? Honig, das sind auch so. Milch, oder? Milch und Honig, oder? Jetzt habe ich was gefunden für dich. Toll, oder? Ja. Ja, meine Mutter nimmt immer von Lashti oder halt eben ja, das, was ich euch eben gezeigt habe. Das da. Was hast du jetzt schon wieder gefunden? Festes Shampoo von Alverde. Ja, auch. Guck mal hier. Ah, da gibt es mehrere. Gibt voll viele, auch von Balea jetzt, von, ne? Ja, mit Kokosduft. Das ist geil. Kokosduft, Orange mag ich nicht, so Mandarine, Basilikum, boah. Nee. Und was ist das, Vanille? Ey, von Nature Box gibt es auch jetzt ein festes Shampoo. Ich habe gedacht, nur festes Duschgel. Guck mal, das riecht richtig gut. Oh ja. Ja, willst du das noch mitnehmen? Ja, ja. Mutter in den festen. Auch? Ja. Ist das Mutter am festen Shampoo-Flow. Naja, das riecht nicht so. Nicht? Nee. Aber das ist gut, ne? Gefällt dir das? Ich glaube, ich nehme das auch. Normales Haar. Da musst du gucken, welches Haar. Für welches Haar das ist. Also normales Haar. Du hast mich voll erschreckt. Kannst du mir den Zettel geben? Was für ein Zettel? Dann hol ich deine Jacke ab. Ach so, ich hab den. Ich hab den auf meinem Handy und mein Akku ist leer gegangen. Also können wir die gar nicht holen? Doch, ich kann die holen, weil die Frau kennt mich. Okay, also ich nehme das auch. Ja. Wir sind jetzt fertig. Ja. Ja. Ich hol die Jacke mit euch zusammen. Judith Williams? Das habe ich zu Hause letztens gekauft in meinem DM-Haul. Das brauchst du nicht kaufen. Da kannst du Geld sparen. Okay. Okay. Wir sind jetzt eine Stunde und 10 Minuten ungefähr bei DM und meine Mutter hat nur das hier. Das heißt nur das. Das ist natürlich schon viel. Aber für eine Stunde, du trödelst echt sehr, sehr viel. Wenn wir zu TK Maxx gehen. Ja, ey, Leute, zu TK Maxx dürft ihr niemals mit meiner Mutter gehen. Weil, wisst ihr warum? 3 Stunden kommt die da nicht raus. Guck mal, das ist voll cool. Das habe ich mir letztens gekauft. Ja, da müsste ich aber gucken. Plantur 39. Oh, braun. Oh, guck mal hier. Was? Was hast du wieder Ach, gefunden? Silberglanz, oh mein Gott, nee, das brauche ich nicht. Das wird überdeckt mit Color braun. Ey, guck mal, die Haare färben mit Koffein oder was? Braun. Für Nein, Tiefen. Für, ach, Farbbrillanz. Ja, ja, ist ja wahrscheinlich koloriert so ein bisschen. Nee, braucht man nicht. Mama, ich kann langsam nicht mehr. Ja, okay. Ab an die Kasse. Okay, danke schön. Nach 2 Stunden.